der Kreml. Bis vor kurzem das Symbol absoluter Macht. Der Traum der Roten Zaren war eine disziplinierte Gesellschaft, die sie völlig unter Kontrolle halten konnten. Dieser Traum inspirierte George Orwell einst zu seinem düsteren Zukunftsroman 1984. Herbst 1998 und eine weitere Krise in Russland. Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus bedrücken wirtschaftliche Wechselfälle die Bürger ebenso wie die Spuren des über 7 Jahrzehnte währenden alten Systems. Es war wie ein Netz aus offenem Zwang und verdeckter Kontrolle, das die Menschen einschnürte. Von manchen dieser Methoden, wie den stalinistischen Lagern, erfuhr die ganze Welt. Von anderen aber erzählen selbst die Opfer nur selten. In diesem Land fühlen sich viele Menschen als Opfer. Die Opfer bewaffneter Konflikte oder politischer Verfolgung, die Opfer geheimer psychiatrischer Experimente oder der ständigen Angst vor dem großen Bruder. Dieser junge Mann ist ein Opfer des Tschetschenienkrieges, ein Soldat, der aus dem eingeschlossenen Grozny flüchten konnte. Mama hat geweint. Sie bedankt sich bei Ihnen für alles, was Sie für uns getan haben. Noch vor einem Jahr konnte Sascha wegen seines Kriegstraumas weder sprechen noch sich selbstständig bewegen. Er hatte Seh- und Hörstörungen. Die traditionelle Psychiatrie hatte ihn als hoffnungslosen Fall aufgegeben und ihn dazu verurteilt, in einer geschlossenen Anstalt dahin zu vegetieren. Ist es bequem so für dich? Du kannst ganz ruhig sitzen und den Kopf anlehnen. Gleich beginnt eine weitere Sitzung einer Therapie, die den jungen Mann wieder völlig gesund machen wird. Instrument dieser Behandlung ist ein Computerprogramm, das individuell auf jeden Patienten zugeschnitten ist und über ein System von Impulsen unmittelbar sein Unterbewusstsein anspricht. Ihr Erfinder bezeichnet sie als Psychokorrektur. Mit dieser Therapie werden die Trümmer der Psyche eines Menschen wieder zusammengesetzt, eines Menschen, der mehr erlebt hat, als er ertragen konnte. Die Ziffern auf dem Bildschirm sollen das Bewusstsein des Patienten ständig beschäftigen, um es von der eigentlichen Kommunikation zwischen Computer und Unterbewusstsein abzulenken. Entwickelt hat die Methode, die Sascha wieder gesund macht, Professor Igor Viktorowitsch Smirnov, Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Enkel eines stellvertretenden KGB-Chefs, geboren in einem stalinistischen Gefängnis. Heute einer der bedeutendsten russischen Psychiater und berühmt nicht nur in Russland. Seine Dienste nahm auch schon das amerikanische FBI in Anspruch, worüber das russische Fernsehen im Frühjahr 1993 stolz berichtete. Waco, Texas. Ordnungskräfte haben ein Gebäude der fanatischen Sekte von David Koresh umstellt, der sich nicht ergeben wollte. Die Verhandlungen sind an einem toten Punkt angelangt. Da wendet sich das FBI an den Moskauer Wissenschaftler Igor Smirnov. Diese solide Behörde nahm sein Vermögen, über das Unterbewusstsein auf das Verhalten der Sektenmitglieder einzuwirken, durchaus ernst. Am Ort des Geschehens schlug Smirnov einen Plan vor, mit dem die Sektenmitglieder vor einer endgültigen Konfrontation aufgeweicht werden sollten. Ich wollte damals einen Appell von nahen Verwandten, von Kindern und Eltern verwenden, etwa in der Art: Mama, komm raus, wir lieben dich sehr und warten auf dich. Und so jedes namentlich bekannte Mitglied in diesem Gebäude individuell ansprechen. Doch diese Appelle sollten mit Hilfe von Computerprogrammen in ein geräuschähnliches Signal verwandelt werden. Da nimmt das Bewusstsein sie nicht zur Kenntnis, aber das Unterbewusstsein reagiert darauf. Das sollte die Gefahr verringern, dass es zu extremen Situationen kommt, darunter auch einem tragischen Ausgang. Über Rundfunk, Fernsehen und die Telefonleitungen sollte die Sekte von David Koresh unterschwelligem psychologischem Druck ausgesetzt werden. Doch auch das FBI stand unter Druck. Smirnov kam nicht mehr zum Zuge.
Drei Tage nach unserer Absprache mit dem Chef des technischen Dienstes vom FBI änderten die Amerikaner plötzlich ihre Entscheidung, etwa eine Woche zu warten, worum ich gebeten hatte, damit alles installiert werden kann. Und sie wendeten nur eine der abgesprochenen Komponenten an, nämlich die Appelle naher Angehöriger. Aber in völlig offener Form. Sie installierten Lautsprecher und begannen, alles völlig offen zu senden. Und dann geschah die Tragödie. Damals erfuhr die Öffentlichkeit zum ersten Mal, womit sich der geheimnisvolle Professor beschäftigt. Neben hunderten neuer Patienten aus ganz Russland wandte sich auch eine Klientel mit ganz anderen Bedürfnissen an ihn. Werden oder wurden Sie schon von Politikern angesprochen, damit sie Ihnen beim Wahlkampf helfen? Aber selbstverständlich. Gerade hat eine neue Welle von Anfragen eingesetzt. Bald sind Präsidentenwahlen. Unsere russischen Politiker sind ungebildet und unzivilisiert. Nichtsdestoweniger sind sie ein ganz durchtriebenes und gerissenes Volk. Sie schrecken nicht einmal davor zurück, mit technischen Mitteln, zum Beispiel den unsrigen, die ganze Bevölkerung für dumm verkaufen zu wollen, nur um auf den ersehnten Stuhl zu klettern. Ich bin nicht dafür, diese Meute auch noch zu unterstützen. Das werde ich niemals und unter keinen Umständen tun. Aber ist das überhaupt technisch möglich? Ja. Wir haben Experimente mit Gruppen junger Freiwilliger durchgeführt. In Situationen, in denen eine sofortige Entscheidung getroffen werden muss, kann man das Gruppenverhalten mit hoher Wahrscheinlichkeit ändern. Als unfreiwilliges Opfer weitaus weniger harmloser Experimente betrachtet sich der Mann in der Jeansjacke, Nikolai Iwanitsch Anissimow, ein ehemaliger Dissident und Ex-Häftling des KGB, heute der Sprecher der Moskauer Zombies. Diesen Menschen scheint es zur Gewohnheit geworden zu sein, ständig über ihre Schulter zu schauen. Sie wechseln oft ihre Adressen. Sie sind misstrauisch, ob mit Grund oder ohne. Auf ihnen lastet der Schatten der sowjetischen Vergangenheit. Von ihnen gibt es in Moskau zigtausende, darunter auch Opfer geheimer Versuche, wie sie sagen, und Opfer der Angst vor der Allmacht einer Orwellschen Gedankenpolizei. Diese Opfer vertritt Nikolai Iwanitsch. Hier war früher das Büro ihrer Organisation. Vor einem Jahr wurde es ihnen von den Moskauer Behörden entzogen. Der Mann mit der Zigarette wacht darüber, dass sie nicht mehr das Gebäude betreten. Die Organisation hat über 1000 Mitglieder und erhält Briefe aus ganz Russland. Einige Dutzend jede Woche. Nikolai Iwanitsch hält seine Sprechstunden jetzt jeden Mittwoch hier auf der Straße ab. Doch nur wenige kommen zu den Treffen. Immer noch haben diese Menschen Angst. Und vielen fehlt auch die Kraft. Das Problem der Zombies wird von den Behörden ignoriert. Auskünfte wurden verweigert. Für die Mehrheit der Bevölkerung bleibt es ein irgendwie unangenehmes Geheimnis. Geheimnisumwittert ist auch dieses Moskauer Forschungslabor, von dem man nicht genau weiß, wer es finanziert. Diese Aufnahmen wurden vor 3 Jahren für eine Dokumentarserie gedreht, die das russische Fernsehen ohne Angabe von Gründen vor der Sendung plötzlich einstellen musste. Die Wissenschaftler hier drängen sich nicht gerade vor die Kamera. Die Laborantin stellt sich als Vera vor. Also, unsere Maschine korrigiert das Biofeld des Menschen. Sie korrigiert es nicht nur, sondern heilt es auch. Für jeden Kranken erstellen wir ein individuelles Therapieprogramm. Für alle Fälle bezeichnet Vera die Versuchsperson als Patienten, obwohl das Labor keine therapeutische Einrichtung ist. Derzeit können wir mit diesem Apparat AL015T jedes beliebige Arzneimittel auf den Kranken übertragen. Die Wände dieses Raumes sind so abgeschirmt. Welche physikalischen Prozesse laufen hier ab? Ja, wir schirmen die Menschen, die nichts mit unserer Therapie und unseren Krankheiten zu tun haben, von der Wirkung dieser Programme und der Wirkung der Krankheit des Patienten ab. Denn das alles hat seine eigene Strahlung. Wir schützen sowohl die Menschen als auch uns.
Sie nennen diese Kassette ein Programm, aber da ist doch irgendeine Flüssigkeit drin. Das ist der Programmator. Was ist das denn? Nun, das enthüllen wir, wenn er patentiert ist. Also eine Flüssigkeit, die irgendeine Information enthält? Völlig richtig. Das ist ein Informationsprogrammator. Und die wird dann quasi in den Körper des Kranken gegeben? Ja. Ja, können Sie das vielleicht nochmal erläutern? Mit Ihrer Erlaubnis, das werde ich nicht tun. Forschungen dieser Art wurden früher von den Kommunisten kontrolliert. Heute operieren dieselben Wissenschaftler in einem rechtsfreien Raum und für den freien Markt. Was wir hier tun und schon recht lange anwenden, kann aus einem bestimmten Blickwinkel als Waffe erscheinen. In den meisten Ländern der Welt wird das ziemlich gut kontrolliert und ist verboten. In Russland kann man bis jetzt alles tun, was man will. Die einzige Barriere ist die Ethik desjenigen, der über solche Technologien verfügt. Die Methoden, mit denen der menschliche Geist und Körper mit elektronischen Mitteln auch aus der Ferne manipuliert wird, nennt man in Russland psychotronische Bearbeitung. Das ist ein selbstfabrizierter Kopfschutz gegen Niederfrequenzwellen. Bewohner dieser Häuser klagen über Beschwerden, die symptomatisch sein sollen bei Opfern psychotronischer Experimente, so auch Jirina Kozlova. Wir besuchen sie zusammen mit dem Elektronikingenieur Andrei Slepucha. Er behauptet, dass der KGB schon in den 50er Jahren an ihm herumexperimentiert hat. Tatsache ist, dass Andrei damals Häftling der stalinistischen Lager und des KGB war. In diesem Käfig schläft Jirina Kozlova, um sich vor äußeren Einwirkungen zu schützen. Als sie unsere ungläubigen Blicke sieht, zeigt sie uns eine Bescheinigung des Internationalen Zentrums für Psychiatrie, psychisch völlig gesund zu sein. Jirina arbeitete bei der Moskauer Staatsanwaltschaft. Nach einem Protest gegen die Unterschlagung politisch heiklen Beweismaterials war sie entlassen worden. Ohne diese Technik läge ich schon auf dem Friedhof. Wenn sie anfangen, einem den Kopf voll zu stopfen, ist man danach einige Tage wie in einem Zustand der Schwerelosigkeit. Bei schnellen, abrupten Kopfbewegungen wird einem schwindelig. In den ersten 2-3 Jahren spürt man eine psychotronische Bearbeitung nicht besonders. Erst dann wird der Organismus doch zerrüttet und es setzt eine starke Reaktion aller Organe ein. Was ist es denn bei Ihnen? Die Nieren, das Herz? Haben Sie Herzbeschwerden? Nun, die machen das so, dass alles schwingt. Es beginnt zu hämmern und zu flattern. Eine Arrhythmie, das ist typisch. Entweder sie verursachen einen scharfen Schmerz oder es fängt an zu flattern. Das ist eine Reaktion auf eine Strahlung mit einer Frequenz von ungefähr 3 Megahertz. Sie wirkt auf die Zentren, die die Herztätigkeit steuern. Das ist ein Zustand, bei dem der Kopf ganz schwer wird und man selbst zu nichts zu gebrauchen ist. Alles gleitet einem aus den Händen. Plötzlich tut es hier weh und dort, aber wenn man zum Arzt geht, findet er nichts. Merkwürdige Dinge. Alles Mögliche kommt vor. Man ist völlig unpässlich und unfähig, irgendetwas zu tun. Und dann geht man zum Arzt und da ist nichts. Als wir Jirinas Wohnung verlassen, beschäftigt uns die Frage, ob es überhaupt möglich ist, derart starke körperliche Reaktionen durch eine Beeinflussung der Psyche aus der Ferne auszulösen. Wir fragen Professor Smirnov, ob ihm in seiner langjährigen klinischen Praxis ein solcher Fall schon untergekommen ist. Ich habe einmal eine 52-jährige Patientin beobachtet, eine ziemlich bekannte Ärztin mit akademischen Graden und Titeln. Innerhalb von einer Woche fielen ihr plötzlich die Haare, die Nägel, Wimpern, Augenbrauen und Zähne aus. Sie verlor völlig ihre Bewegungsfähigkeit, die rechte Hand ausgenommen. Sie gab unartikulierte Laute von sich, die entfernt an Sprache erinnerten. Sie konnte uns erklären, dass dies das Ergebnis einer Verletzung durch eine psychotronische Waffe war, indem sie es mit der teilweise beweglichen Hand auf Papier gekritzelt hatte. Formal stellte man ihr die Diagnose Schädigung der Gefäße im Großhirn. Aber die gab es dort nicht. Und wodurch kann eine solche Schädigung auch schlagartig erfolgen?
Hier muss man ernsthaft darüber nachdenken, ob es nicht tatsächlich jemand Böswilligen gibt, der insgeheim zum Beispiel die Nachbarn nebenan durch die Wand mit radioaktivem Kobalt bestrahlt. Andrei Slepucha führt uns vor, mit welchen Mitteln er sich selbst gegen unerwünschte Beeinflussungen von außen schützen will. Die Autoren der eingestellten Dokumentarserie des russischen Fernsehens hatten ihn uns als glaubwürdiges Opfer psychotronischer Bearbeitung genannt. Er ist auch Verfasser einiger Publikationen zu diesem Thema. Das sind sogenannte Elemente für den persönlichen Schutz gegen psychotronische Bearbeitung. Hier, an den Armen habe ich bestimmte Sensoren, an dieser Hand auch. Und ebenso hier in Kniehöhe. Sie sind alle zu einem elektronischen System verbunden. Die Schachtel hat die Größe eines Transistorempfängers. Die Sache ist die, dass die psychotronische Bearbeitung des Gehirns mit Radiowellen einer bestimmten Frequenz und eines ziemlich breiten Bereichs durchgeführt wird. Ein psychotronischer Generator wird oft direkt an die Versorgungsnetze angeschlossen, speziell an das Telefonnetz, das Rundfunknetz und dergleichen. In diesem Fall müssen Sie, ganz vereinfacht gesagt, bestimmte Filter für diese eintreffenden Mitteilungen einbauen. Ich kann sie Ihnen zeigen. Andrei führt uns durch seine Wohnung, die er in eine Festung zur Abwehr psychotronischer Signale verwandelt hat. Mit den ihm zugänglichen Mitteln hat er Filter für die Eingänge sämtlicher Versorgungsnetze konstruiert, für Telefon, Radio und Elektrizität. Fachleute haben uns bestätigt, dass man sich mit solchen Mitteln tatsächlich gegen niederfrequente Wellen schützen kann, die sich möglicherweise negativ auf den Organismus auswirken. Bleibt die Frage, wem könnte daran liegen, diesen alten Mann zu malträtieren? Ist er heute tatsächlich ein Opfer irgendwelcher geheimer Experimente oder das Opfer eines übersteigerten Misstrauens, dessen Ursachen in seiner Verfolgung während des Stalinismus liegen? Das hier ist mein Labor, genauer meine Werkstatt. Ich versuche hier die Geräte zusammenzubauen, von denen ich gesprochen habe, um damit Menschen zu helfen, die Beschwerden haben aufgrund einer psychotronischen Bearbeitung. Andrei Slepucha erklärt uns, welche Veränderungen man an einem einfachen Transistorempfänger vornehmen muss, damit man ihn als Messgerät für Niederfrequenzwellen einsetzen kann. Er verbindet es mit einem Metallband an seinem Handgelenk, damit ein geschlossener Kreis entsteht, und schaltet es ein, um festzustellen, ob sich in der Nähe eine Quelle der sogenannten psychotronischen Bearbeitung befindet. Da arbeitet wohl ein psychotronischer Generator. Angenommen, dem ist so. Wer steckt dann dahinter? Russland hält den ersten Platz hinsichtlich der Zahl der jährlich produzierten Computerviren. Das bedeutet, dass es bei uns eine kolossale Anzahl beängstigend aktiver und sehr erfinderischer Gehirne gibt, nach denen keine Nachfrage besteht und die ihre Selbstbestätigung darin finden, dass sie Böses fabrizieren. Die hemmungslose Entwicklung der Psychotechnologie kann man heute mit dem Zustand, sagen wir mal, der Kernforschung in ihren allerersten Anfängen vergleichen. Wir suchen nach Erklärungen in geheim gehaltenem Filmmaterial, das uns zugespielt wurde. Es handelt sich um Informations- und Schulungsfilme, die im Auftrag des russischen Innenministeriums gedreht wurden. Darin finden wir eine Bestätigung für die Existenz psychotronischer Generatoren und für ihre Gefährlichkeit. Die Entwicklung verschiedener psychotronischer Generatoren wurde ihren Erfindern immer wieder zum Verhängnis. Nicht in jedem einzelnen Fall, aber oft genug, um statistisch relevant zu sein. Es gibt vier Hauptetappen. Die erste ist ein Unwohlsein, eine Schwächung der Funktionen. Die zweite, ein Verlust der Logik. Die dritte, ein Verlust der räumlichen Orientierung.
und die vierte ein Verlust des Bewusstseins. Ein anderer Archivfilm zeigt ein verlassenes Labor für psychotronische Experimente in der Stadt Zelenograd. Hier waren es nicht verrückte Experimentatoren, die ihrem eigenen Werk zum Opfer fielen, erklärt uns der Kommentator, sondern eine Familie mit vier Kindern, die in einer Nachbarwohnung lebte. Sie alle erkrankten und starben. Die einzige Spur, die von den heute polizeilich gesuchten Wissenschaftlern geblieben ist, sind eine Buddha-Figur und Fotos von einer Studienreise nach Tibet. Auch bei diesen Forschungen ist unklar, wer sie eigentlich finanziert hat. Die Kohlebergwerke von Workuta aus der Zeit der stalinistischen Verfolgungen. Dieses Panorama erinnert Millionen Russen an die schlimmsten Momente in der Geschichte ihres Landes. Andrei Slepucha besitzt noch ein anderes Souvenir aus seiner Zeit im Lager. Zum ersten Mal bin ich mit dem, was man heute psychotronische Bearbeitung nennt, im November 1954 in Berührung gekommen. Damals holte man mich aus dem Straflager, wo ich unter Stalin als politischer Gefangener gewesen war, und brachte mich in eine Einzelzelle im Untersuchungsgefängnis des KGB, das sich in der Lubjanka befand. Nach ungefähr zweiwöchigem ununterbrochenem Aufenthalt in dieser Zelle setzten bei mir morgens plötzlich starke Geräusche im Kopf ein, sehr starke akustische und visuelle Halluzinationen. Dass die sowjetischen Geheimdienste mit der Psyche inhaftierter Dissidenten experimentiert haben, ist spätestens seit den 70er Jahren kein Geheimnis mehr. Slepucha nennt aber auch ein Beispiel für eine mögliche psychotronische Manipulation aus jüngerer Zeit und auf höchster Ebene. Der damalige Chef von Jelzins Leibwache, Alexander Wassiljewitsch Korschakow, sagte im Februar 1991 im Radio, sie sei empört, weil sie neben Jelzins Arbeitszimmer einen Raum mit einer großen Menge elektronischer Geräte entdeckt hätten. Außerdem wurden in Jelzins Arbeitszimmer, als man die Paneele auseinanderschob, irgendwelche speziellen Antennen gefunden. Am Puschkin-Denkmal im Zentrum Moskaus versuchen Menschen, die sich für Opfer einer Bearbeitung der Psyche halten, die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zu lenken. Aber kaum jemand bleibt vor den dramatischen Plakaten stehen, die von angeblichen Todesopfern psychotronischer Experimente berichten. Angesichts der Unmenge existenzieller Probleme, die Russland heute bedrücken, erscheinen diese Fragen weniger wichtig. Psychofaschismus lautet die Anklage auf dem Plakat. Die Fotos zeigen Nikolai Iwanitsch während verschiedener Stadien der psychotronischen Bearbeitung, die auch körperliche Spuren hinterlassen haben soll. Manchmal erkundigt sich einer der Älteren nach Einzelheiten. Für die Jungen ist das eine völlig fremde Welt. Im Grunde können nach wie vor allein die Täter und eventuell noch ihre Opfer Näheres über fragwürdige Experimente mit der menschlichen Psyche wissen. Dieser Film wurde zu Demonstrationszwecken für die höchsten Machthaber Nordkoreas produziert, von russischen Wissenschaftlern. Einer von ihnen war Professor Smirnov. Heute enthüllt er in unserem Beisein das Geheimnis der Manipulation. Um es in diesem unschuldigen Bild sichtbar zu machen, muss man den passenden Code kennen. Dieser Film wurde angefertigt, um zu demonstrieren, wie man einen Gedanken, ein Bild, eine Suggestion in einen ganz anderen Kontext hineinmontieren kann. Jemand, der sich ein derartiges Material ansieht, wird nur das maskierende Bild bewusst wahrnehmen, etwa eine beliebige Fernsehsendung oder irgendeine Reklame. Tatsächlich nimmt er gleichzeitig aber auch eine dem Bewusstsein verborgene, andere Information auf. Ich führe Ihnen das in dieses Videoband hineinkodierte Bild einmal vor. Da ist es. Hier handelt es sich nicht mehr um ein kurz eingeblendetes, unverschlüsseltes Filmbild, eine Methode, wie sie vor Jahren in amerikanischen Werbefilmen getestet und prompt verboten wurde.
Im Unterschied dazu lässt sich das hier vorgeführte verschlüsselte Verfahren kaum mehr nachweisen. Versuchen Sie, die Gefährlichkeit zu ermessen. Wenn dies zum Beispiel im staatlichen Fernsehen hergestellt würde, wo Millionen Menschen ein solches Material sehen und wo es auch noch, sagen wir mal, einen Monat lang jeden Tag wiederholt würde, nach und nach sickert das in die Gehirne ein. Mit dieser Gefahr ist nun die erste Generation in Russland konfrontiert, die den Kommunismus nicht mehr kennt. Sie aber reißt sich um die einst verbotenen Früchte und will im Rausch der neuen Freiheit weder Grenzen noch Verbote kennen. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für moderne Schamanen unterschiedlichster Provenienz. Einer von ihnen ist dieser Herr. Der Milizoberst Vyacheslav Michailowitsch Sonnikow. Während des Afghanistan-Krieges half er Piloten, ihren Kampfstress zu überwinden. Heute leitet er ein Zentrum für Psychophysiologie, in dem Angehörige der Sondertruppen geschult werden. Auch hier wird mit dem menschlichen Unterbewusstsein gearbeitet. Nur statt Krankheiten zu heilen, wie Smirnov, verringert man hier die Stressanfälligkeit der Behandelten und stärkt ihren Willen, Befehle gehorsam und konsequent, sprich rücksichtslos, auszuführen. Der Patient in diesem geheimen Schulungsfilm des Innenministeriums ist ein durchaus gesunder Offizier der Sondertruppen bei der psychologischen Vorbereitung auf gefährliche Einsätze. Dies könnte man schon für eine echte Zombie-Fabrik halten. Das ist ein Gefühl der Ruhe. In jeder beliebigen Lage. In jeder beliebigen Situation. In jeder beliebigen Lage. Sie werden die Selbstbeherrschung bewahren. Ihr Organismus wird zuverlässig und stabil funktionieren. In jeder Lage, selbst der schwierigsten. In jedem Muskel, in jeder Zelle Ihres Organismus spüren Sie, jetzt und immer, eine angenehme und ruhige Energie in jeder einzelnen Zelle. Dieser Zustand wird Ihnen in jeder beliebigen schwierigen Situation erhalten bleiben. Ruhiges Selbstvertrauen. Ruhiges Selbstvertrauen auch in der schwierigsten Situation. Ich denke, wenn das nur zum Besten geschieht, werden selbst göttliche Kräfte, so sie existieren, nicht erzürnt sein über uns, über die Experimente, die wir durchführen, und über die Methoden, die wir entwickeln und die den Menschen helfen, ihre Gesundheit zu bewahren. Bis heute haben wir ein enormes statistisches Material über mehr als 10.000 Menschen gesammelt. Und wir hatten keine Fälle negativer Nebenwirkungen zu verzeichnen. In demselben Archivfilm finden wir noch weitere Zeugnisse der Sorge um die psychische Gesundheit des Menschen. Diese großartige experimentaltechnische Entwicklung war ein Auftrag des Verteidigungsministeriums. Der bewegliche Komplex ist ein Container, der aus einem Bioresonanzraum, einem Anlagenraum, einem Krankenzimmer und einem speziellen biomanuellen Behandlungsraum besteht. Er entspricht mit 12 Metern Länge, 3 Metern Höhe und 3 Metern Breite den allgemeinen europäischen Standards. Das ist ein Transporter, den man überall aufstellen kann mit automatischer Klimaanlage. Man kann ihn am Nordpol aufstellen und am Äquator, wo man will. Und warum interessierten sich gerade die Militärs dafür? Warum die Militärs? Sie untersuchen die Frage der Rehabilitation von Truppen unter Gefechtsfeldbedingungen. Was bleibt von der russischen Seele, wenn sie durch einen solchen Container gegangen ist, in dem ein auf die Reinigung des Unterbewusstseins programmierter Computer Gefühle und menschliche Regungen in Zahlenreihen und Diagramme verwandelt, die man dann korrigieren kann?
Dies ist eine von Professor Smirnov aufgezeichnete Computerdarstellung eines menschlichen Unterbewusstseins. Ein grafisches Abbild der Seele. Zu ihr hat jeder Zugang, der Zugang zum Computer hat und das Programm kennt. Um die Seelen zu beherrschen, muss man sie also nur in den Wirkungsbereich dieser Apparatur bringen. Oder es gibt schon eine Methode, versteckte Informationen auch über weite Entfernungen zu übermitteln. Laut Smirnov gibt es sie. Man kann eine Suggestionsformel, eine nicht bewusst wahrnehmbare Fabel, wie wir sagen, in jedes beliebige niederfrequente Geräusch hineinmontieren. Zum Beispiel in das Geräusch, das man im Telefonhörer hören kann. Sogar in das Geräusch eines Presslufthammers. Ganz zu schweigen davon, dass man das kinderleicht mit einer Radiosendung oder mit Musikstücken machen kann. Das geht so. Achtung, Achtung, hier spricht Deutschland. In 5 Minuten ist Hitler erledigt. Wir haben nun eine Audiodatei aufgezeichnet. Die man dann vom Computer wieder abspielen kann. Daran ist nichts Besonderes. Und jetzt wandeln wir diese Datei in eine nicht wahrnehmbare Form um. Und erhalten eine Datei, die ein Geräusch erzeugen wird. Mit der Ausgangsdatei hat sie nur den Rhythmus gemeinsam, aber meine Worte lassen sich nicht mehr erkennen, nicht wahr? Trotzdem gibt das Gehirn keine Ruhe, bis es sie dekodiert hat. Auch wir können sie dekodieren, wenn wir eine Rückumwandlung vornehmen. Ich habe die so entstandene Datei aufgezeichnet. Jetzt öffnen wir sie. Da ist sie. Hören wir es uns nochmal an. Ja, das ist das Geräusch. Und jetzt dekodieren wir es. Auch wenn meine Stimme etwas verzerrt sein wird, hoffe ich, dass man sie wiedererkennen kann. Doch wenn das alles bei einer großen Zahl von Menschen angewandt würde, zum Beispiel im Fernsehen, im Kino oder im Radio, dann, so meine ich, bestünde einige Gefahr für unsere Sicherheit. Schon wieder funktioniert das Telefon nicht, wie es soll. Es wählt ganz von allein. Der Sprecher der Moskauer Zombies erklärt die Probleme mit dem Telefon damit, dass die Wohnung im Wirkungsbereich eines psychotronischen Generators liegt. Veronika Vladimirovna, schon wieder wählt es eine andere Nummer. Ich wollte die Tschirkova anrufen. Und es wählt die Nummer nicht? Nein, es wählt die Zeitansage, die Sie das letzte Mal angerufen haben, als ob es gespeichert wäre. Und ich rufe beim Wachdienst meiner Wohnung an und da antwortet die Zeitansage. Ich versuche es noch einmal und es wird gar nichts gewählt. Als ich die Tschirkova gestern angerufen habe, bin ich beim Friedhof gelandet. Beim Friedhof? Da hat man dich also auf den Friedhof geschickt. Nikolai Iwanitsch zahlt keine Miete. Er hat auch kein Geld für Lebensmittel. Die alte Dame, eine pensionierte Biologin, unterhält sie beide von ihrer kümmerlichen Rente. Sie tut das aus Solidarität mit der Zombie-Bewegung, denn sie selbst hat viele Jahre im Lager verbracht und wurde praktisch ihr ganzes Leben lang politisch verfolgt. Ich möchte Ihnen einfach sagen, dass der Kontakt mit mir äußerst konfliktträchtig sein kann. Daher sage ich Ihnen immer, weniger reden. Du kennst dich damit besser aus als ich. Nicht, dass es nun unbedingt zu einem Konflikt kommen wird, aber es wird Anfeindungen und dergleichen geben. Besser, man redet nicht. Niemand weiß, in wie vielen Wohnungen in Moskau oder gar in ganz Russland Menschen leben, die bis heute Angst davor haben, frei zu reden. Menschen, die Angst vor ihrem eigenen Schatten haben. Und niemand kann sagen, wie viele von ihnen tatsächlich Opfer zweifelhafter Experimente mit der Psyche sind. Und wie viele Opfer der Angst vor derartigen Manipulationen.
Was man in der ganzen Welt, meiner Meinung nach zu Recht, am meisten fürchtet, ist ein Eindringen in die Seele. Das kann auch gar nicht anders sein. Schließlich ist es besser, den Körper zu verlieren, als die unsterbliche Seele. Man kann sich durchaus vorstellen, dass sich irgendein russischer Satan oder, sagen wir, ein iranischer oder sonst einer, wenn er nur über derartige Mittel und entsprechende Finanzen verfügt, technisch leicht in jedes beliebige Computernetz, in jeden beliebigen Rundfunk- oder Fernsehsender einklinken kann, sogar ohne Kabel zu durchtrennen. Man kann die Wellen im Äther abfangen und dann jede beliebige Suggestion hineinmontieren. Wenn das über einen genügend langen Zeitraum geschieht, kumuliert es sich in den Köpfen der Leute. Und schließlich können sie mit anderen, zusätzlichen Maßnahmen künstlich dazu veranlasst werden, das zu tun, was dieser Übeltäter will. Darum hat man völlig zu Recht Angst davor. Viele könnten beim Ansehen dieser Bilder denken, da behauptet der Mensch, seit mindestens 15 Jahren bearbeitet zu werden. Und zugleich ist seine Darlegung hinreichend logisch und analytisch. Und für seine fast 70 Jahre sieht er gar nicht mal schlecht aus. Dabei war ich ungefähr dreimal klinisch tot, aufgrund der Wirkung besonderer elektromagnetischer Vibrationen, die zu sehr starken inneren Blutungen und hohem Blutverlust geführt haben. Ich hatte einfach Glück mit dem Notfalldienst, sodass ich, wie man sagt, gerettet werden konnte. Und zweitens wende ich natürlich seit mindestens 7 Jahren erfolgreich diese Schutzmaßnahmen an, die ich Ihnen gezeigt habe. Wir fahren in die Bolschaja Pirogovka, zu Russlands ältester Psychiatrie, der Korsakow-Klinik. Hier befindet sich auch das Institut für Psychotechnologie, das Professor Smirnov vor 10 Jahren gegründet hat. Seitdem haben ihn schon mehr als 3000 Menschen aufgesucht, um sich freiwillig der von ihm entwickelten Methode einer Operation am offenen Unterbewusstsein zu unterziehen. Zu ihnen gehörte auch Olga. Ich habe ungefähr 3 Jahre lang Drogen genommen und in den letzten 1,5 Jahren verstärkt versucht, damit aufzuhören. Ich war zum Entzug in allen möglichen Krankenhäusern, aber die Therapien blieben alle erfolglos. Bei diesem Verfahren wird ein Mittel eingesetzt, das nicht direkt Halluzinationen hervorruft, aber man sieht gewissermaßen sein Unterbewusstsein, das eigene Leben von Anfang bis zum Ende. Ich hatte ein reales Gefühl, dass ich möglicherweise nicht zurückkehren kann, als ob ich zwar nicht sterbe, aber mich irgendwohin entferne. Die Prozedur dauert nur etwa 1 Minute, aber es kommt einem vor wie 3 bis 4 Stunden. Ich habe mich dieser Behandlung vor ungefähr 1,5 Monaten unterzogen und seitdem fühle ich mich wohl. Ich kann behaupten, dass ich heute ein freier Mensch bin, weil ich Nein zu den Drogen sagen kann. In der Klinik von Professor Smirnov. Dieser Junge unter Narkose ist seit 4 Jahren ebenfalls drogenabhängig. Gleich erwartet ihn eine einzigartige, unblutige Operation, nach der er von seiner verhängnisvollen Sucht befreit aufwachen wird. Aus den Computerlautsprechern dringen kodierte Anweisungen in das Unterbewusstsein des Patienten, die ihn zwingen, sich den schlechtesten Erfahrungen seines Lebens zu stellen. Darin ist die Ursache seiner Drogensucht verborgen. Die Empfindungen dabei sind so stark, dass manchmal das Herz zu schlagen aufhört. Daher die Narkose und ein Fachärzteteam, das den Patienten notfalls sofort wiederbeleben könnte. Die Anweisungen werden in das Geräusch des Herzschlags hineinkodiert. Die Operation dauert nur wenige Minuten. Normalerweise wiederholt der Patient dann immer wieder ein Wort, das für ihn eine Schlüsselbedeutung hat. Mama. 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 Mama.
Das Unterbewusstsein, die Seele des Jungen, steht dem Chirurgen jetzt offen. Allein Smirnov nimmt heute derartige Eingriffe am Unterbewusstsein vor. Sergejs Puls erhöht sich auf 200 Schläge pro Minute. In diesem Augenblick wird die Drogensucht buchstäblich herausoperiert. Eine Gehirnwäsche per Computer. Fertig. Die Pulsfrequenz sinkt wieder. Die in seinem Unterbewusstsein entstandene Lücke wird jetzt mit positiver Motivation angefüllt. Sie wird ihm helfen, ohne die Sucht zu leben. Man könnte begeistert sein. Wäre da nicht ein störender Gedanke, wenn es möglich ist, aus der Seele eines Menschen Böses zu entfernen und durch Gutes zu ersetzen, geht das auch umgekehrt. Kann irgendjemand in Russland heute garantieren, dass dies nicht geschehen wird? Es gibt einen bekannten Bibelspruch, der nicht richtig gedeutet wird. Ich bin der Herr. Alle meinen automatisch, dass das ein Wort Gottes sei, nicht wahr? Er ist der Herr. Tatsächlich bedeutet, ich bin der Herr. Ich bin Gott, sie ist Gott oder sie sind Gott. Gott, das ist der Heilige Geist, da sind wir. Diese zweite Bedeutung bleibt den breiten Massen verborgen. Und obwohl wir Psychiater mit ziemlich materiellen Objekten operieren, Computern, Programmen, semantischen Strukturen und dergleichen, die man messen, wiegen und in Ziffern begreifen und ausdrücken kann, gehen wir doch wenigstens mittelbar mit diesem Geist um. Denn das ist nicht etwas so Metaphysisches, Immaterielles und Irrationales, wie man einmal dachte. Selbst bildet und je mehr ihr versteht, wo die Dinge herkommen, desto offensichtlicher werden die Dinge und ihr werdet die Lügen überall sehen. Ihr müsst die Wahrheit wissen und die Wahrheit suchen, denn die Wahrheit wird euch befreien. Diese fiese Welt ist eine ganz große Bühne und der 11. September nur ein Mittel ihrer Lüge, um die gottlose Welt zu kontrollieren. Lässt Amerika Soldaten patrouillieren, Menschen lassen sich infizieren von der Geldmacht einer Geldgier. Kampfjets bombardieren den Irak, lassen viele Tote liegen ohne Grab. Und das alles nur für ein bisschen Ruhm in der Gesellschaft, sterben Menschen für die Weltmacht. Alles nur ein Schein voller Banken und Kartells, ich sage nein zu den Kranken dieser Welt. Denn ich hasse Geld, weil die Erde irgendwann daran zerfällt. USA trägt die Schuld deines Selbstmordrebellen, Mafia-Syndikate sowie Demokraten kooperieren auf der Welt um die gottverdammte Terrorrate. Staatsbanken planen einen Weltstaat, völlige Versklavung in der ganzen Welt, Mann. USA ist schuld an den Terror und dem Blutbad. USA ist schuld an den Hass und der Wut, Mann. USA ist schuld, weil der Teufel zu ihm gut passt. USA ist schuld, weil keiner sowas gut macht. USA ist schuld an den Terror und dem Blutbad. USA ist schuld an den Hass und der Wut, Mann. USA ist schuld, weil der Teufel zu ihm
gut passt. Ul sei schuld, weil keiner sowas gut macht. Tragenarben voller Tränen, die mich aus dem Bitter sehen. In einer Welt voller Tränen sind wir Kinder des Regen. Einsam und allein geboren in einer Welt voller Hass. Strategie, Kampf, Geld, das dir passt. Ich bin da, um die Wahrheit zu erkennen. Amerika ist fies und lässt ihr eigenes Volk brennen. Für ein bisschen Geld, das sie auf der Welt freisetzen. Lassen sie Millionenmassen darauf einfetzen. Wir sind alle nicht bewusst, was Amerika vertuscht. Ein Land voller Lügen. Lügen. Aufgebaut auf Korruption, wandelt sich den Süden. Zerschlägt hier Nationen, Massen werden freiwillig vergiftet. Mexiko, Schweinegrippe, nur ein Teil ihrer Mittel. Und das alles bleibt nicht länger mehr geheim, nein. Pharmaindustrien geben Krebsviren frei. Politik ist Polizei, Unterschiedsspielerei. Politik ist die größte Lüge dieser Zeit. USA ist schuld an den Terror und dem Blutbad. USA ist schuld an den Hass und der Wut, Mann. USA ist schuld, weil der Teufel zu ihnen gut passt. USA ist schuld, weil keiner sowas gut macht. USA ist schuld an den Terror und dem Blutbad. USA ist schuld an den Hass und der Wut, Mann. USA ist schuld, weil der Teufel zu ihnen gut passt. USA ist schuld, weil keiner sowas gut macht. Mach die Augen auf, Obama ist nur eine Marionette. In der Folge einer ganz langen Kette. USA zerbombt ganze Städte und kassiert das Cash für die Militäreinsätze. Viel zu lange waren die Medien nur am Labern. Vorgesetzte Schulden fallen und die Depressionen meiner Mama machen mich zu einem Kannibalen, denn ich demonstriere gegen Army-Wahlen. Army-Land will die Welt überwachen, tickt mit illegalen Nuklearwaffen. Alles nur ein Plan ihrer Strategie. Weltort für ein Polizeistaat und die Weltanarchie. Wir sind alle nur für Geld da, produzierte Opfer der Gesellschaft. Macht die Augen auf, wir sind alle Gottes Kinder, seid nicht Gottes unbehindert. Dieses Land, dieser Staat, dieser Schmerz, dieser Drang, dieses eiskalte Leben quält unsere Seelen voller Informationen, die wir nicht verstehen. USA ist schuld an den Terror und dem Blutbad. USA ist schuld an den Hass und der Wut, Mann. USA ist schuld, weil der Teufel zu ihnen gut passt. USA ist schuld, weil keiner sowas gut macht. USA ist schuld an den Terror und dem Blutbad. USA ist schuld an den Hass und der Wut, Mann. USA ist schuld, weil der Teufel zu ihnen gut passt. USA ist schuld, weil keiner sowas gut macht. USA ist schuld. 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 USA ist schuld an den Terror und dem Blutbad. USA ist schuld an den Hass und der Wut, Mann. USA ist schuld, weil der Teufel zu ihnen gut passt. USA ist schuld, weil keiner sowas gut macht. USA ist schuld. 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 www.infokrieg.tv zeigt gestern Sinn und verstehen, was ich meine.